Technische Aufrüstung. Stuttgarter Polizisten testen Bodycams im Alltag. Derby-Countdown. Gute Stimmung bei den Fans vor Hochrisikospiel. Und Titelträume. Luisa Schulze will mit den SG Ladies Trophäen sammeln. Ja, und damit guten Abend und willkommen hier beim Journal. Bodycams. Lange ist über ihre Einführung diskutiert worden. Nun geht es nur noch um das richtige Modell. Das soll bei einer Erprobungsphase unter anderem in Stuttgart ermittelt werden, die heute startete. Die Kameras tragen die Polizisten am Körper und werden bei gefährlichen Situationen angeschaltet. Sie sollen deeskalierend wirken und bei der Beweisführung helfen und hätten vielleicht auch das Prügelvideo, über das wir erst gestern berichtet haben, verhindert. Prügelnde Polizisten, wie hier vor rund 2 Monaten in Stuttgart. Für solche Situationen verspricht sich Innenminister Strobel in Zukunft bessere Aufklärung durch Bodycams. Das ist sogar ein klassischer Fall, wo die Bodycam hätte zum Einsatz kommen können und aus Beweissicherungsgründen auch hätte helfen können. Polizeigewalt ist jedoch die Ausnahme. Die Gewalt gegen Beamte ist ein ungleich größeres Problem. Die Fälle sind laut Polizeikriminalstatistik zuletzt deutlich gestiegen. Deswegen wird nun in den Stuttgarter Polizeirevieren an der Theodor-Heuss-Straße und in Bad Cannstatt die Bodycam getestet. Mit dem Geräusch beginnt die Aufnahme. Ein Polizist, der namentlich nicht genannt werden will, hat sie bereits bei einer Verkehrskontrolle angewendet, bei der der Bürger etwas uneinsichtig war mit unserer Kontrolle. Er hat gleich gesagt, dass seine Tochter Jura studiert und wir das nicht dürften. Ich habe dann ihm gesagt, dass ich ihn jetzt aufzeichnen werde. Und nachdem ich das ihm gesagt hatte, hat sich die Verkehrskontrolle relativ entspannt. Beim 6-wöchigen Praxistest soll nun das beste Modell ermittelt werden. Eine Sache stört den Minister bereits an den jetzigen Kameras. Meine erste Beobachtung ist die, dass die Knöpfe ein bisschen klein sind, ein bisschen versteckt sind. Ein Polizist steht häufig viele Stunden in der Kälte im Freien. Mit Handschuhen ist das, so wie ich es empfunden habe, kaum zu bedienen. Eine für die Beamten praktische Funktion, das Pre-Recording. 30 Sekunden vor der Aufnahme nimmt das Gerät bereits auf, hilfreich für die spätere Beweisführung. Aufnahmen, auf denen nichts Relevantes geschieht, werden später gelöscht. Zudem wird nur bei Gefahr aufgezeichnet. Im nächsten Jahr sollen nach und nach weitere Polizeireviere die Kamera erhalten. Wie viel das kosten wird, ist noch unklar. Strobel betont mehrmals, dass Sicherheit nun mal Geld koste. Fast schon demonstrativ verkündet er anschließend den Kauf von über 1200 neuen Polizeiautos. Das Land macht ernst mit seinem Versprechen, mehr in die Polizei investieren zu wollen. Am Sonntag ist es soweit und vielleicht kommen auch da schon die ersten Körperkameras zum Einsatz. Der VfB Stuttgart trifft in der 2. Liga auf den Karlsruher SC. Schwaben gegen Baden. Für manche nur das Hass-Derby. Für die Polizei ein weiteres Hochrisikospiel. Wie schon vergangenen Sonntag gegen Dresden werden auch dieses Mal 1000 Polizisten in Stuttgart im Einsatz sein. Meine Kollegin Lena Konrad hat sich heute umgehört, wie die Stimmung vor dem Derby so ist. Hier am Würstchenstand von Manu stärken sich die Fußballfans vor und nach dem Spiel. Die 58-Jährige verkauft seit 10 Jahren an ihrem Stand in Cannstatt die Würste. Da hat sie schon so einige Spiele zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC miterlebt. Als beide in der ersten Liga waren, ja, natürlich das kleine Derby, das ist, war echt toll, aber nie Probleme, nie Stress, nichts. Dass das auch am Sonntag so bleibt, sind wie beim Spiel gegen Dresden wieder rund um das Stadion Wasserwerfer, Polizeipferde und mehr als 1000 Polizisten im Einsatz. Über 600 gewaltbereite Fans werden erwartet. Das scheint hier aber keinen zu schrecken. Genauso wenig wie das massive Polizeiaufgebot. Solange die das Zeug nicht benutzen, dann passt es doch eigentlich so weit. Irgendwo muss auch die Polizei präsent sein. Wenn nicht für solche Fälle, dann fürs was. Man fühlt sich auf jeden Fall sicherer. Und gerade die Aktion, die man in anderen Stadien manchmal mitkriegt, mit Steine werfen und sonstigen, ich finde es nicht schlimm, ich finde es gut. Und gut ist auch die Stimmung, wenn es am Sonntag heißt, Schwaben gegen Baden. Ich hoffe, dass es natürlich klappt, ja, dass die Karlsruher, dass wir die in die 3. Liga schießen und wir uns in die 1. Ich bin jetzt nicht bei den ganz Harten dabei und sing so, aber es macht schon Spaß, so in diesem Konvoi dahin zu laufen. Ja, Karlsruhe ist scheiße von daher. Keine Frage, VfB gewinnt. Der Ansicht ist auch Stuttgarterin Manu. Wir gewinnen. Auf alle Fälle. Und dass es vor allen Dingen auch ruhig abgeht, dass es viel Krawall gibt. Das ist schon das Wichtigste. Wir spielen nämlich nicht gegeneinander, sondern miteinander. Einer gewinnt halt. Und das sagt eine, die weiß, was es heißt,
wenn es um die Wurst geht. So haben sich die Schüler eines Gymnasiums in Kirchheim den Start in die Osterferien sicher nicht vorgestellt. Nicht mit dem Schlussgong, sondern mit Blaulicht und Sirenen endete für sie heute der letzte Schultag. Gegen Mittag hatten mehrere Dutzend Schüler über Atembeschwerden und Unwohlsein geklagt. Das löste einen Großalarm für Feuerwehr und Rettungskräfte aus. Nach der Evakuierung des Schulgebäudes führte die Feuerwehr Gasmessungen durch. Der Verdacht auf einen Chemieunfall bestätigte sich Gott sei Dank nicht. Vermutlich hatte versprühtes Pfefferspray zu den Beschwerden bei rund 70 Schülern geführt. 12 von ihnen sollen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Ja, und weitere Nachrichten vom Tag haben wir jetzt noch für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. Freie Fahrt. Ab Montag sollen wieder alle Züge auf der Vilstal-Strecke nach regulärem Fahrplan fahren. Bis dahin sind laut Deutscher Bahn die Gleisarbeiten zwischen Göppingen und Plochingen beendet. Diese hatten auf der Strecke in den vergangenen Wochen für erhebliche Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. Dafür hatte sich das Unternehmen Ende März mit Gutscheinen bei den Fahrgästen entschuldigt. Pilotprojekt startet. Nach 3 Monaten Umbauzeit ist heute ein Ausbildungscampus in Stuttgart eröffnet worden. Hier können junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte in Zukunft bei ihrer Ausbildungs- oder Praktikasuche unterstützt werden. Beraten werden sie dabei unter anderem vom Jobcenter oder von der IHK. Getragen wird das Pilotprojekt vom speziell dafür gegründeten Verein Stuttgarter Bildungscampus. Blick ins Buch. Diese Kunstwerke geben einen Einblick in die französischen Malerbücher des 20. und 21. Jahrhunderts. Zu sehen sind Grafiken von 19 namhaften Künstlern, ab morgen in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen. Darunter sind auch Werke von Picasso oder Matisse. Die Ausstellung kann bis Anfang Juli besucht werden. Kurze Pause, dann machen wir mit Luisa Schulze von der SGBBM Bietigheim einen kleinen Stadtbummel und träumen mit der Kreisläuferin ein wenig von den ersten Bietigheimer Titeln der Vereinsgeschichte. Das und mehr gleich hier. Regio TV. Herzlich willkommen zurück. Der 24:23 Auswärtssieg bei den Tussis aus Metzingen hat es nochmal unterstrichen. Die SG Ladies sind das Maß der Dinge in der Frauenhandball-Bundesliga. Mit 40:0 Punkten sind die Mädels unangefochtener Tabellenführer und stehen kurz vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Wir haben mit der Kreisläuferin Luisa Schulze einen Stadtbummel gemacht und nicht nur über die aktuell so erfolgreiche Zeit in Bietigheim gesprochen. Die SG Ladies werden präsentiert von Olymp. Hallo, ich bin Luisa Schulze, Kreisläuferin bei der SG BBM Bietigheim. Sie fühlt sich in Bietigheim schon richtig heimisch. Die 1,90 Meter große Kreisläuferin der SG Ladies, Luisa Schulze. Die Cafés, die Altstadt, all das gefällt Schmu, wie sie von den Teamkolleginnen genannt wird, richtig gut. Erst im Oktober wechselte die gebürtige Altenburgerin nach 10 Jahren beim HC Leipzig an die Enns. Das sorgt den Handballkreisen für Diskussionsstoff. Bereut hat Schulze den Wechsel aber nie. Es ist mir natürlich nicht leicht gefallen, Leipzig zu verlassen, weil es waren 10 tolle Jahre, wo ich viel gelernt habe. Aber es war einfach an der Zeit, den Schritt zu gehen. Und ich freue mich, jetzt noch in allen 3 Wettbewerben mitzuspielen. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Meisterschaft, Pokal, EHF-Cup, Luisa Schulze und die SGBBM können in dieser Saison die ersten Titel der Vereinsgeschichte einfahren. Mit Leipzig holte die Kreisläuferin schon 2-mal den Pokal und 1-mal die Meisterschaft. Sie weiß also, wie Titelgewinne schmecken. Es ist einfach schön und man erinnert sich immer daran, wenn man einen Titel gewonnen hat. Das schweißt als Team zusammen und es ist einfach ja, ein tolles Erlebnis, da den Pokal hochzustemmen. Und ich denke, das will auch jede Spielerin, die hier im Team ist. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und wenn wir weiter so erfolgreich spielen und als Team alles auf die Platte bringen, dann klappt das auch. 2011 feierte Luisa ihre Nationalmannschaftspremiere. 64 Länderspiele folgten. Aktuell ist sie allerdings nicht im Kader. Die Heim-WM im Dezember ist aber nach wie vor das große Ziel. Ich will einfach hier mit der SG alles geben und zeigen, was ich kann. Und es ist natürlich für eine Handballerin das Schönste, in einem eigenen Land für sein Land zu spielen. Und ich hoffe, dass
das vielleicht im Dezember dann auch so sein wird. Aber bis dahin, wie gesagt, haben wir hier noch viel zu tun und ich werde einfach das zeigen, was ich kann. Und am Ende muss dann der Bundestrainer entscheiden, wie er den Kader aufstellt. Die Bild-Zeitung titelte über Schulze einmal Kretsche des Frauenhandballs und ihre 7 Tattoos, die ein echtes Markenzeichen geworden sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Bruder mich so ein bisschen angesteckt hat. Der ist auch sehr bunt bemalt und ich habe dann mit 19 angefangen, mein erstes Tattoo zu machen. Ja, und dann kam so Jahr für Jahr eins dazu. Es macht einfach Spaß, es ist halt ein Hobby für mich. Und meine Tattoos haben aber alle Bedeutung. Das ist auch sehr wichtig für mich, um einfach ja, das zu wissen, dass sie mir auch immer gefallen. Und ja. Wer weiß, vielleicht lässt sich Luisa Schulze am Ende der Saison ein erstes Bietigheimer-Tattoo stechen. Mögliches Motiv: 3 Pokale. Ja, und wie sich die SG Ladies am Sonntag im EHF-Pokal geschlagen haben, das sehen Sie dann am Montag hier bei uns im Journal. Außerdem schauen wir dann natürlich zurück auf das Derby VfB gegen den KSC. Nicht zurück, sondern voraus geht es jetzt noch mit Bernd Mattlehner. Der sagt Ihnen nämlich, wie es wettertechnisch morgen und in den kommenden Tagen in der Region zugeht. Bis hierhin, danke fürs Zuschauen, Ihnen noch einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Alles dreht sich um das Rotgebiet Ortrud, das jetzt genau zum Wochenende von Frankreich her sich nach Deutschland verlagert. Es ist ein sogenanntes Omega-Hoch, weil eben die Luftströmung wie ein griechisches Omega um dieses Hochdruckgebiet herumläuft und alle, die sich jetzt in den Flieger gesetzt haben und gegen östliches Mittelmeer gestartet sind, da ist es nicht ganz so warm jetzt am Wochenende wie bei uns in Deutschland wegen dieser nördlichen Strömung, aber auf der anderen Seite des Hochs wird die warme Luft von Spanien her zu uns geführt. Das heißt eben, dass die Temperaturen deutlich steigen werden. Es wird 1A Frühlingswetter geben in Baden-Württemberg, während im Nordosten Deutschlands erstmal noch ein paar Wolken herumhängen. Die bringen ganz vereinzelt ein bisschen Nieselregen, aber man sieht es auf dem Wolkenvorhersagefilm, diese Wolken bröseln allmählich auseinander und dann ist es auch hier am Sonntag meistens strahlend sonnig, wie bei uns auch schon am Samstag. Es gibt allerdings noch eine Ecke, die hat eher noch grauen Himmel zum Teil, nämlich die Main-Taube-Region, vielleicht auch Frankenhöhe-Odenwald. Da haben wir vielleicht so 6-7 Stunden Sonnenschein insgesamt, aber sonst pur den Sonnenschein. Bis zu 13 Stunden wolkenloser Himmel ist angesagt. Hohe Sonnenbrandgefahr in der Mittagszeit, ein starker Birkenpollenflug. Das sind eben alles die Elemente, die uns jetzt im Frühjahr begleiten. Temperaturen an die 20 Grad, örtlich ein klein wenig darüber. Und selbst im Bergland ist es kein Kittel kälter, sondern vielleicht nur einen halben Kittel, denn oben auf der Albhochfläche auch so 15, 16 Grad. Wir schauen in die Region Stuttgart und sehen auch Sonnenschein pur. Und zwar den ganzen Samstag lang kaum Wind und deswegen fühlen sich diese 17, 18 Grad noch deutlich wärmer an, auf jeden Fall wie über 20 Grad. Also T-Shirt-Wetter und auf jeden Fall auch Straßenkaffee-Wetter. Vielleicht genießen Sie auch schon das erste Eis dieses Jahres. So, wir schauen weiter auf die Aussichten. Sonntag fast noch perfekter, auf jeden Fall auch noch wärmer. Dann kommt allerdings ein Einbruch, der wird eingeleitet am Montag mit schwülwarmer Luft, mit Schauern und Gewittern, dann ein satter Temperatursturz und danach geht es langsam wieder etwas aufwärts.